Das mache ich. Und zwar macht das die Hanne Börger aus Osnabrück. Herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, dass du heute hier bist. Wir duzen uns, weil wir wären fast Nachbarn gewesen, ne? Ich habe mal früher in Osnabrück gewohnt, am Kalkhügel. Ist nicht gar nicht so weit weg, ne? Nicht weit weg von uns. Aber wir wollen nicht über unsere über meine Vergangenheit sprechen. Was gibt es heute Leckeres? Heute Zander habe ich schon gesagt. Genau, Zander gibt es heute. Dazu machen wir ein Frühlingsgemüse, eine Bärlauchbutter mit Pinienkernen und Kartoffelstampf. So, mal gucken, was davon nachher noch übrig bleibt. Wir wollen erstmal gucken, bevor wir kochen, was man in Osnabrück und im Tow so alles machen kann. Osnabrück schmückt sich mit dem Titel Friedensstadt. Das hängt mit dem Rathaus zusammen. 1648 ist das Ende des Dreißigjährigen Krieges unter anderem hier besiegelt worden. Eine Führung durch den Friedenssaal stellt die Vertreter der damaligen Kriegsparteien vor. Zu den Schlüsselfiguren zählt der Gesandte des römisch-deutschen Kaisers, Maximilian von Trautmannsdorf. Zwar verließ er mitten in den Verhandlungen wutentbrannt die Runde, doch sein Einsatz für den Westfälischen Frieden blieb legendär. Es gibt aber auch weniger rühmliche Stadtgeschichten wie die aus dem Buchsturm. Ursprünglich war er nur ein Wachturm von vielen entlang der Stadtmauer. Später diente er als Gefängnis. Graf von Hoyer saß als Kriegsverbrecher 6 Jahre in diesem sogenannten Johanneskasten. Damals nichts Ungewöhnliches. Wir haben sogar Berichte, dass Osnabrücker Ratsherren, Bürgermeister, Kaufleute auf dem Weg nach Köln irgendwo von irgendjemand abgefischt wurden und dann gegen Lösegeld wieder abgegeben wurden. Doch damit nicht genug. Der Buchsturm spielte auch bei der Hexenverfolgung eine Rolle. Bis ins 17. Jahrhundert wurden hier unschuldige Seelen gequält. Schluss mit den Schauergeschichten. Unser letztes Ausflugsziel, das Museum Industriekultur. Hier erleben die Besucher die Zeit der industriellen Revolution, die Zeit der Dampfmaschinen. Damals entstand auch die Einheit Pferdestärke. Die breiten Lederriemen brachten alles zum Laufen, fortschrittlich, aber nicht ungefährlich. Man konnte da sehr gut reingeraten, wenn man mit seiner Kleidung nicht aufgepasst hat. Da kam es dann natürlich zu großen Verletzungen oder konnte es zu starken Verletzungen kommen. Der Museumsrundgang endet in der Tiefe des Piesberges. Der 300 Meter lange Bergwerksstollen zeigt, wie beengt das Arbeiten hier war. Osnabrück hat auch etwas für Genießer, wie im Restaurant Wilde Triebe. Den ehemaligen Bahnhof hat ein Künstler eingerichtet. In der Küche haben die Frauen das Sagen. Hanna Börger ist die Chefin am Herd. Nach Kocherfahrungen in Münster und auf Sylt hat sich die 34-Jährige hier ihren Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. Beliebt sind ihre kulinarischen Events, wie das Essen mit Freunden-Menü. Ja, und auch hier hat natürlich Hanna Börger das Sagen bei uns in der Küche. Und sie kommt zum Glück aus Osnabrück. Aus Osnabrück, herrlich. So, wir zeigen noch mal kurz unser fertiges Gericht, nämlich Zander auf Frühlingsgemüse. Das werden wir jetzt gemeinsam kochen und das sind die wichtigsten Zutaten. Was haben wir dabei? Genau, wir haben hier den Zander, das Frühlingsgemüse, Erbskresse, Pinienkerne, Bärlauch, Butter, Thymian und Öl. Sehr schön. Genau. Und Bärlauch ist natürlich jetzt die Zeit. Und in der Nähe von Osnabrück soll es ja auch gute Bärlauchvorkommnisse geben. Ne? Auf jeden Fall. Habe ich mir sagen lassen. Mhm. Ich klaue mir mal ein bisschen Pinienkerne. Ja, gerne. Und du erklärst uns schon mal, wie wir filetieren. Weil das ist etwas, wovor ich immer große Angst habe. Mhm. Haben viele, ne? Ja, das ist schon so. Ich wasche mal die Hände. Meistens kauft man ja fertiges Filet für zu Hause. Ich fange an und schneide hinter dem Kopf ein. Und dann haben wir hier die Mittelgräte. Und fange an, einmal komplett dran entlang. Bei der Schwanzflosse steche ich es einmal durch. Wir haben uns das jetzt gespart, dass wir die Innereien noch rausholen. Genau, das muss auch nicht sein. Dann hat man relativ viel Sauerei. Schietkram. Genau. So, einfach dahin. Das ist ja schon total einfach bis jetzt. Das ist einfach, genau.
Und jetzt kann man entweder mit dem Messer, wenn die Gräten gut durchgehen. Ganz kurz mal, wie kriege ich denn hin, dass ich nicht zu tief einschneide, beziehungsweise nicht zu hoch, um dann nichts zu verschenken an Fleisch? Genau, also ich mache das so, dass ich lang durchziehe und mit der Messerspitze sozusagen mich vorantaste. Ah, okay. Und dann fühle ich ziemlich gut hier direkt die Gräte. Ja. Genau. Gerne. Oh ja, alles klar. Genau, und damit kann man sich dann gut so dran entlang haben. Ja. Okay. Genau, wenn das jetzt hier zu schwierig ist, kann man auch eine Schere nehmen, das geht ein bisschen leichter. Dann schneide ich die Gräten hier durch. Das aber da sieht man, das Werkzeug schon mal vorher alles schön zurechtlegen. Genau. Da muss man nicht mal quer durch die Küche flitzen und das noch aus der Schublade holen, ne? Genau, genau. Das ist auch natürlich ein bisschen Übungssache. Jetzt hätten wir hier schon das fertige Filet. Jetzt haben wir hier die Gräten drin. Ja. Ich fange jetzt an, einmal hier unten so durchzustechen und dann die Gräten von oben runter zu ziehen. Und beim Zander ist das jetzt gleich so, der hat ziemlich feste Gräten, sodass ich jetzt nicht mit der Grätenzange weitermache, sondern ich fühle die hier. Kannst du auch mal machen? Oh ja, ja. Genau, ich weiß, wo die sitzen und dann schneide ich im Grunde einmal rechts und links dran vorbei. Dann habe ich einen sogenannten V-Schnitt. Genau, dann hat man jetzt hier, die Haut bleibt dran. Genau, man hat die Gräten ziemlich raus. Das ist weg hier, ne? Ja, genau. Das ist sauber. Also, wenn ich das so sagen darf. Ja. Und dann könnte man schon portionieren. Genau. Wir haben aber schon portionierten da. Ja, den hole ich jetzt aus dem Kühlschrank. Gerne. Den haben wir schon mal zurechtgeschnibbelt, damit wir auch flott zur Sache kommen. Ah, komm her, du Zander. Hier, guck mal, da ist er. Wunderbar. Wollen wir den mit der Haut anbraten? Gerne. Du könntest jetzt vorher noch einmal salzen von beiden Seiten. Einfach so drüber streuen oder wie, was ist am besten? Ja. Einfach so drüber, so zack. Perfekt. Von beiden Seiten? Ja. Ja, super. Baller. Guck mal, der lebt noch, hätte ich fast gesagt. Hüpfte einfach hier von der Fläche runter. So. Ja. Reicht das? Ja, das reicht. Das ist perfekt. Dann kannst du ihn schon mit der Hautseite reinlegen. Die Pfanne muss schön heiß sein. Und ist sie? Ist sie. Oh ja, oh ja. Komm her, dann nehmen wir die mal rein. Perfekt. Und wir hören es. Es zischt. Ja. Warum hast du dich für den Zander entschieden? Ich finde, das ist einfach ein super schöner Fisch. Der ist schön fein im Geschmack, hat festes Fleisch und ich finde, der passt einfach jetzt perfekt zu dem Frühlingsgemüse. Ja. Weil er eben so fein ist im Geschmack. Genau. Gut. Ja, jetzt können wir den schön lange erstmal so ein bisschen brutzeln lassen. Der wölbt sich jetzt ein bisschen. Das ist immer ein Zeichen dafür. Das ist gewünscht, Ja, genau, dass er super frisch ist. Jetzt können wir ein bisschen runterdrücken, damit wir gleich die Haut gleichmäßig kross angebraten haben. Weil ich finde, Haut darf ruhig kross sein. Ja, also, ich mag das gerne. Sonst, genau. Wie schön eine wabbelige Haut braucht man nicht. Genau, dann könntest du nebenbei dir schon ein bisschen Bärlauch nehmen, so 4-5 Blätter. Ja. Und die schon mal ganz fein in Streifen schneiden. Gut. Darf ich denn eins hier von deinen Messern nehmen? Ah, sehr gerne. Ja, das hier? Ja, wenn du mir das. Übereinander legen oder wie? Ja, genau. Ich mach das einfach so? Ja, perfekt. Guck mal hier. Ja, wir haben eben im Film gesehen, hauptsächlich Frauen in der Küche. Ja. Ist das ein anderes Arbeiten, als wenn Männer in der Küche sind? Ist es bestimmt, aber wo ist der Unterschied? Also, ich sag mal so, ich war sonst in den anderen Küchen häufig die einzige Frau. Ja. Das fand ich jetzt auch nicht gerade schlecht. Ja. Das ist schon auch... dann reißen auch sich die Männer auch zusammen, ne? Genau, aber nur mit Frauen, es ist einfach, also wir sind generell einfach relativ ruhig, ein ruhiges Team und genau, es macht einfach viel Freude. Wir verstehen uns gut, geht ganz harmonisch zu. Ja. Ja. Genau, ich mag das wohl. So, wir haben ja eben beim Quiz die Annemarie gehabt, die kam von Amrum, eine nordfriesische Insel. Und du hast auch auf einer nordfriesischen Insel gelernt. Genau. Auf Sylt? Ich war auf Sylt nach der Ausbildung. Genau. Reicht das oder muss ich das feiner machen? Ein bisschen feiner. Geht's schon. Ich mache die Pinienkerne hier jetzt schon mal. Die röste ich schon mal nebenbei so ein bisschen an. Was hast du da für Fett genommen? Also ich habe jetzt ganz normales Pflanzenöl genommen. Okay. Genau. Und dann röste ich die darin jetzt ein bisschen an. Und gleich machen wir noch die Butter dazu. Pflanzenöl ist schön neutral. Ah, okay. Genau, wunderbar. Das Pflanzenöl ist jetzt nur dazu da, um die Pinienkerne mal und für den Geschmack. Genau, dass die ein bisschen
Farbe bekommen, dass die ein bisschen Aroma entwickeln. Genau. So. Das sieht perfekt aus. Reicht das? Ja, das ist wunderbar. Gut. Ja, bin ich jetzt stolz, dass ich ihn von dir kriege. Herrlich. Jetzt können wir gleich schon mal einmal gucken, wie weit unser Fisch hier ist. Können wir schon so eine kleine Probe machen. Was hast du eigentlich von Sylt mitbekommen, als du da gearbeitet hast? Ja, nicht ganz viel, ne? Nicht ganz viel? Nein. Wie kommt's? Ja, man ist die meiste Zeit dann doch am Arbeiten. Das ist schon so. Warst du in der Hochsaison da? Ich war in der Hochsaison da, genau, über den Sommer, über die Sommermonate. Wollen die Urlauber pünktlich das Essen auf dem Tisch haben, ne? Genau, und es gibt einfach viele Urlauber auf der Insel. Und ja, aber es hat mega Spaß gemacht. Es ist einfach, ja, super schön. Ich fahre jetzt nach wie vor gerne dahin. Ich habe die Insel echt lieben gelernt. Ja, das auf jeden Fall. Aber einen Surfkurs habe ich nicht geschafft. Hast du nicht geschafft? Nein, was machst du dann jetzt in deiner Freizeit, wenn du zum Urlaub hinfährst? Genau. Was hast du denn auf Sylt gelernt beim Kochen jetzt? Was hast du so von der Küche dort mitgenommen? Ja, auf jeden Fall das präzise Anrichten, das filigrane Anrichten und genau im Team zu kochen und ja, schnell zu sein. Das ist schon, genau. Die Butter hast du schon reingemacht? Nee, die machen wir jetzt. Achso, das sieht schon so fast aus, als wäre der Butter drin. Ja, ne, das ist weil es so etwas schäumt, ist aber genau. Gar nicht. Ne? Aber jetzt kannst du die dazugeben. Wie viel? Mach mal ruhig so 6 Stücke ungefähr. 6 Stück Butter? Ja. Herrlich, komm, für den Geschmack. Genau, Butter ist Geschmacksträger. 2, 3. Wir haben ja auch nachher Gäste hier, die mit uns mitessen. Ne? Genau. Die Brigitte und der Dieter. Waren das jetzt 6, ja, ne? Das sind 6. Das sieht sehr gut aus. Und das duftet lecker. Kommt da mein Bärlauch gleich rein? Hier kommt jetzt gleich dein Bärlauch rein, genau. So, und jetzt können wir gleich den Zander umdrehen und dann machen wir ein bisschen Thymian noch. Oh, das Schöne am Bärlauch ist ja, gut, ne? Das riecht so ein bisschen nach Knoblauch. Ja, genau. Ich mag das auch einfach super gerne. Aber wenn man gerne. Gegessen hat, riecht man nicht nach Knoblauch. Genau, ne? Das ist fein. So, und jetzt kommt der Bärlauch da rein, oder? Ja, kannst du schon reinmachen. Gut. Super gut. So, das rein. Genau. Man sagt ja, perfekt. Die Osnabrücker sind mit die zufriedensten Menschen aus dem Norden. Daher kommt ja auch der Schnack, ich komme zum Glück aus Osnabrück. Ja. Was ist da dran? Ja, schon. Also ich kann nichts Gegenteiliges sagen. Warum sind die so zufrieden? Ja, das ist eine gute Frage. Habe ich noch nicht ergründet. Vielleicht, weil sie genügsam sind. Ja, vielleicht. So, jetzt drehen wir mal den Zander. So, jetzt kannst du noch ein bisschen Thymian dazu tun. Der Thymian. Genau. In welcher Form? Einfach komplett so rein. Das ist nur genau, dass der so nur für den Geschmack, ja? Ja. Aroma hätten wir auch anderen Fisch nehmen können eigentlich so heute? Also ich finde, man könnte auch ganz gut noch Kabeljau anstatt machen. Ja. Genau, es muss auf jeden Fall, finde ich, jetzt zu dem Gemüse, gerade zu dem weißen Spargel, ein heller Fisch sein. Ja. Genau. Apropos und Gemüse. Ja, das können wir jetzt auch gleich schon mal vorbereiten. Können wir ein bisschen Butter hier reinmachen? Ja, die Pfanne hat schon die richtige Temperatur, ne? Genau. Ja, das ist doch gut. Ein bisschen wärmer können wir machen. Was ist denn der Renner bei euch im Restaurant? Ja, das ist eine gute Frage. Also, Wilde Triebe heißt der Laden. Ne? Wie kommt ihr eigentlich auf den Namen Wilde Triebe? Es gibt einen Künstler nebenan, ja. Volker Johannes Trieb. Und davon abgeleitet ist quasi Wilde Triebe. Ist er Maler oder was macht er? Nee, der macht die Keramik. Ach, der macht die Keramik? Genau. Und von ihm sind dann auch die genau, Teller? Genau, das hat er entworfen. Ja. Genau, die Teller und ja. Siehste. Machen wir noch ein Stück Butter mehr. Johannes. Genau, und ansonsten gibt es aber bei uns, wir wechseln relativ häufig die Karte. Ja, häufig heißt? Also alle 3-4 Wochen. Oh, das ist aber Stress, ne? Ja, ja. Aber sonst wird es auch ein bisschen langweilig, ne? Die Möhren kannst du noch dazu machen. Das also, ist alles schon vorblanchiert, ne? Ja, genau, das haben wir auch blanchiert. Die Möhren. Genau. Wie lange? Also kurz in heißes Wasser? Genau, bis die bissfest sind. Und ich aber rein? Genau. Das Grüne ist ja noch dran. Ja. Ist egal? Ja, das Gut. ist gerade schön, finde ich. Wunderbar. Ja. Go. Genau, und ich habe alles in Salzwasser blanchiert, bis auf den weißen Spargel. Den koche ich immer in einem Salzwasser mit Butter und etwas Zucker. Genau. So, ich hole schon mal den Teller hierher. Ja, perfekt. Können wir ja gleich mal anfangen anzurichten. Der Fisch kommt noch mal in den Ofen, ne? Ist das richtig? Genau, den stellen wir jetzt in den Ofen. Ja. Können wir noch mal eben sonst auf die... Den Teller hier nehmen? Ja, genau. Einfach hier drauf. Ich habe nur noch nicht verstanden, warum du den in den Ofen packst. Man könnte den ja auch in der Pfanne fertig machen, ne? Ja, aber Zander ist relativ dick. Ja. Der braucht dann relativ lange noch auf dem Herd. Und ich finde, der gart jetzt schön gleichmäßiger im Ofen. Sonst hat man den hinterher so mega kross. Wie lange bleibt der im Ofen? Also 5 Minuten braucht er bestimmt ungefähr. Gut. Ja. So, jetzt nochmal die Tipptafel für Sie zu Hause. Den Zander im Ofen zu Ende garen, ja, mache ich gerade. Weißen Spargel separat kochen. Und dazu passt Kartoffelstampf
und oder Schupfnudeln. Was haben wir heute? Wir haben Kartoffelstampf dazu, ja, ne? Den haben wir hier vorne. Den hole ich schon mal, dann können wir den schon mal mit anrichten. Genau. So. Wir tun so, als wären 5 Minuten um. Der Zander hat sich noch mal schön gebräunt hier bei uns im Ofen. Wunderbar. Der sieht doch gut aus. Das sieht super aus. Leg den schon mal hier drauf. Nee, ich mache erst Gemüse drauf. Gut. Genau. Das heißt ja auch auf Frühlingsgemüse und nicht unter Frühlingsgemüse, sondern auf. Genau. So. Ihr habt noch so ein Freundemenü bei euch, ne? Ja, genau. Da, was ist da eigentlich für eine Idee? Also das bestellt der ganze Tisch einheitlich. Ja. Und dann machen wir eine Variation von unseren Vorspeisen. Dann gibt es 3 unterschiedliche Vorspeisen. Genau, ruhig so. Dann 2 Hauptgänge und dann so süße Kleinigkeiten als Dessert. Und dann hat man einfach, dass man viel probieren kann von der Karte. Es ist ganz kommunikativ. Kann man ein bisschen schnacken. Genau. So. So, haben wir das schon mal fertig? Schön die Bärlauchbutter drüber. Oh, das sieht gut aus. Ist doch herrlich, ne? Das muss ich probieren. Ja, gerne. Bevor es losgeht, bevor Stefanie gleich kommt. Vor alle anderen. Und alles wegprobiert. Und das muss ich echt mal probieren. Ja, einfach gerne. Mal solo hier. So. Heute bin nicht nur ich, die alles weg isst. Meine Mama findet eh, dass ich ein bisschen verfressen bin. Aber gut, es ist halt so. Brigitte und Dieter sind heute bei uns und die beiden Zuschauer, die sich meinen Nachmittag und uns beide gewünscht haben bei Wünsch dir dein NDR. Wir sind froh, dass ihr da seid, wir haben heute schon ein bisschen geschnackt, deswegen dürfen wir auch du sagen, verrückterweise, weil sie beide uns das angeboten haben. Ich schneide das mal kurz, ja. Wie war denn ihr Tag bisher heute? Super, ja. Es hat uns sehr gut gefallen, es ist unheimlich interessant. Und wir hatten also bisher noch keine langweilige Minute gehabt. Haben Sie irgendwas gedacht, dass es ganz anders läuft, als es läuft? Wir haben uns das größer vorgestellt alles. Ja, naja, also Platz ist halt in der kleinsten Hütte, ne? Ja. Klein und fein sind wir hier. Ja, genau. Ja. Es ging auch heute Morgen schon los, da haben sich die beiden wahrscheinlich gewundert, wie früh wir dann doch aufstehen bzw. hier sind. Denn schon am frühen Morgen waren die beiden dabei bei uns in der Redaktion, haben uns ein bisschen begrüßt, bei uns im Büro, wie wir uns sozusagen, wo wir uns vorbereiten und noch ein bisschen im Schlabberlook sind. Genau, ein bisschen uns unterhalten und dann ging es zusammen in die Redaktionskonferenz. Da haben wir alles beschnackt, was heute so passiert, ne? Genau, denn da wird auch besprochen, wie machen wir was, was passt in die Sendung, was passt nicht. Haben ein bisschen uns auch erzählen lassen, was euch beiden an der Sendung gefällt oder nicht gefällt. Am Ende einfach nur diesen Ausblick gehabt. Jared muss auch immer seinen Senf dazugeben. Und vor allem schlau gucken, das ist das ganz Wichtige, das Allerwichtigste in der Konferenz. Ja. Immer einen schlauen Eindruck machen. Genau. Und dann gibt es jetzt auch noch Essen, was Dieter dich besonders freuen dürfte, denn du legst besonderen Wert immer auf unsere Rezepte. Ja, ist richtig. Was kochst du denn nach? Am liebsten nach, da hab ich schon so einiges gemacht. Darf ich kurz dazwischen? Ich hole mir mal ein bisschen was auf. Fisch mögt ihr doch, oder? Ja, gerne. Zum Beispiel, was hast du zuletzt nachgekocht? Diesen Kartoffelstampf mit Bärlauch. Ah ja, genau, den gab es vor 2-3 Wochen. Richtig, ja. 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 Das ist nicht viel von übrig geblieben. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich finde, von dem Bärlauch-Kartoffelstampf war reichlich. Es ging ein Staubsauger durch die Küche und schwupps war es weg. Ja, ein Staubsauger ging durch die Küche. Ich nehme das vielleicht mal weg, da freut sich bestimmt unsere Geschichte, ja. Wenn ich das hier nach unten nehme, so. Weißt du was? Oder der Kartoffelsack. Hanna, wir nehmen zusammen hier einen großen Fan. Ja, großer Hannes-Schröder-Fan habe ich erfahren. Also an dieser Stelle auch einmal Grüße an Hannes. Auch der wird hier gerne geguckt. Ja. Das sieht doch auch schon mal gut aus. Und jetzt wirklich zu probieren. Bitte, probier. Habt ihr ab und zu mal drüber nachgedacht, ist das wirklich echtes Essen, was sie da essen? Schmeckt das wirklich? Was für Fragen stellt man sich da so? Da sind wir immer von ausgegangen. Dass wir hier echt sind. Okay, dann könnt ihr euch jetzt davon überzeugen, dass es echt ist. Guten Appetit. Probiert doch mal. Hanna. Ja. Vielen Dank. Dann mach gerne. Jared, möchtest du eigentlich auch was? Ich möchte auch was. Ich wollte noch mal kurz zeigen. Gibt es eigentlich auch Kartoffelstampf? In der Maske waren wir ja heute auch. Ich habe den Kartoffelstampf hier. Den tue ich euch gleich noch mal ein bisschen auf. Und? Aber jetzt wollte ich noch zeigen, heute beim Klamotten aussuchen wurde ich noch überrascht. Ne? Da hängen einige Sachen da, ne? Mhm. Hast du gesehen? Jetzt bist du gerade am Essen. Ich will dich natürlich nicht beim Essen stören. Meint ihr schon so los? Zuerst. Genau, zuerst hatte ich noch das gepunktete Hemd, aber das flimmerte dann vor der Kamera. Deswegen muss man das ja vor der Probe anziehen. Ja. Habt ihr es genau mitbekommen? Ja. Und dann sagte
unsere Kollegin, nee, es passt nicht. Und dann sind wir in die Maske gegangen. Also ihr seht, wir müssen ja alle in die Maske, wenn man dann vor der Kamera steht, bei diesem ganzen Licht. Dann muss auch natürlich, und Haare müssen auch gemacht werden, wenn man welche hat. Und die Zeit muss man natürlich dann auch mit einkalkulieren. Da habe ich ein bisschen weniger Zeit. Da hast du wirklich Glück. Ja. Du hast so viel Freizeit dadurch. Im Vergleich zu mir, das ist wirklich immer ein bisschen gemein. Aber die Maske ist doch schön, ist doch entspannt, oder? Ja, wenn man das da sitzt. Wie war das für dich, Dieter? So häufig bist du ja sonst nicht in der Maske, ne? Nein, kann man so sagen. Ja. So, Kartoffelstampf? War sehr schön, war gut. Gute Erfahrung. War eine gute Erfahrung. So, Kartoffelstampf. Jetzt gibt es Kartoffelstampf. Hanna, wie war es denn für dich in der Maske? Du bist ja auch jetzt nicht jeden Tag im Fernsehstudio, oder? Nee, das stimmt. Erzähl mal. Sehr selten. Ja, sehr entspannt. Sehr entspannt. Ja, das war wie geht es beim Fernsehen zu im Vergleich zur Küche? Auch entspannt. Auch entspannt. Ja, finde ich. Nun so verstehe ich auch, warum du immer schön zugreifst. Ja, ne? Ja. Endlich. Ist doch lecker hier, oder? Ja. Genau. Eben kurz sagen, wie es euch schmeckt. Wir fangen mal. Brigitte hat doch gerade gesagt zu mir, sie versteht jetzt, warum ich immer so zu lange. Weil es einfach gut schmeckt. Ja. Also, sensationell. Herrlich. Schmeckt ja. Wirklich richtig gut. Hanna, komm wunderbar. In die Mitte. Ja. Sonst war ich eigentlich immer der Fresssack. Aber es gibt ja immer einen. Seitdem ich da bin, ist das nicht mehr so. Ja, das ist doch gut, sei doch froh. Ja. Aber wir haben immer noch kein Urteil von unseren Gästen, wie es schmeckt so richtig. Ne? Wo fangen wir mal an? Brigitte, erzähl doch mal. Kurzes Urteil. Mit vollem Mund redet man nicht, ne? Super. Das habe ich auch schon des Öfteren zu hören bekommen oder auch mal per E-Mail von einem Zuschauer. Sie haben sehr gut. Auch recht. Fantastisch. Einfach super. Kann man nicht meckern, ne? Kann man nicht meckern. Wer kocht von euch beiden am liebsten? Eigentlich beide. Eigentlich beide. Und viel zusammen immer. Dass wir immer schön in der Küche sind, beim Glas Wein und richtig schön kochen. Genau. Gemütlich. Herrlich. Toll. Und heute einmal ein bisschen was von Hanna abgeguckt. Jetzt gibt es bei Brigitte und Dieter demnächst auf jeden Fall den Zander. Denke ich auch. Was wir natürlich von euch noch wissen wollen würden, ist, was wünscht ihr euch denn von meinem Nachmittag? Also ich würde es jetzt wieder gut finden, wenn das zum Beispiel kommt mit Inga zieht an. Ah, ja. Das war die ja schon Mode, mal eine ganze Zeit. Die Mode, Zeit da, früher da freust gewesen. Du dich immer drauf? Ja, das gab ja auch früher, da war ja auch noch die Kirsten Rademacher dabei. Mhm. Da gab das ja wirklich, da konnten Zuschauer sich das wünschen und Inga hat sie dann beraten und Outfit und mehr gemacht. Gestern haben wir was Ähnliches gemacht, gestern, ja vorher, nachher, ja, genau. Mit Styling. Fand ich auch sehr, sehr gut, dass sowas vielleicht wieder aufgenommen wird. Ja, und dann hatten wir noch gesagt, so Tizza reist. Tizza reist, Mensch, da sagt ihr was. Das ist ein Stichwort, morgen das reist morgen wieder. Deswegen hatten wir auch das Quiz vorhin schon, da waren wir ja in Wismar und raten Sie mal, ratet mal, wo Tizza morgen hinreist. In die Hansestadt. Ja, genau. Also ist hier morgen. Wir freuen uns sehr, dass wir so tolle Zuschauer haben. Wenn euch irgendwas auffällt, beschwert euch direkt bei uns demnächst. Direkt bei Stefanie. Genau. Danke.